Hallo, wir sind auf dem Weg nach Transsilvanien. Und du hast gerade eine. Wir gruseln uns aber noch nicht. Du gruselst dich schon, weil du gerade beim Frühstück eine Erfahrung gemacht hast. Ach so, da kam der Hausherr. Der hat dich gefragt. Dinge gefragt. Ja, ob du gut geschlafen hast. Hast du denn gut geschlafen? Ich habe mich noch gefragt, ob er vielleicht noch fragt, ob wir uns den Hals gewaschen haben oder wir nachts komische Geräusche gehört haben in unserem Zimmer. Ja. Also das war sehr schön. Er ist sehr alt, hat graue Haare und creept so durch das ganze Hotel, ne? Ja. Ein guter Mann. Und um den Witz zu verstehen, müsst ihr Dracula. Haben alle geguckt, kennt doch jeder. Ah, vielleicht, vielleicht. Habt ihr etwa noch nicht Dracula geguckt oder gelesen? Ihr könnt es übrigens auch lesen. Für Jüngeren gibt es auch als Buch. Oder sie tut immer so, als ob sie auf dem Kindle liest. Könnt ihr auch im Kindle machen. Ja. Ja, Esschen, was erwartest du? Noch sind wir ja hier in der großstädtischen Zivilisation. Aber, Singeschwara und so weiter nicht großstädtisch. Singeschwara ist nicht großstädtisch, es ist Transsilvanien hinter den Wäldern. Was erwartest du? Ich war schon ein paar Mal da, ich weiß, wie es dort aussieht. Bären. Ja, Bären gibt es dort auch. Ja, was ja, noch? Sehr viele Bären. Was noch? Die haben eine richtige Bärenplage da. Eine Bärenplage? In Transsilvanien gibt es eine Bärenplage. Die immer die armen Wanderer dort belästigen, weil sie Futter haben wollen, weil die Wanderer sie natürlich füttern. Ja. Oder ihr Zeug nicht wegräumen, ihren Müll. Hast du auch schon mal einen Bären gefüttert? Nein, habe ich nicht. Unfreiwillig vielleicht, weil er dein Zelt aufgefressen hat? Nein, deswegen habe ich länger nachgedacht, weil ich habe ihn wirklich unfreiwillig gefüttert. Wie denn? Indem ich ein bisschen Obst liegen gelassen, also ein paar Apfelkrebse und die lagen dann draußen rum. Was sind denn Apfelkrebse? Sind das Tiere? Oder Krebse oder was sind denn? Welche? Also die Ines hat in Transsilvanien Bären unfreiwillig gefüttert, weil sie Apfelkrebse liegen gelassen hat. Nein, wir können ja fragen, wie heißt das noch in den unterschiedlichen Regionen? Ich kenne Krebse? Kitsch. Kitsch. Was gibt's denn noch so? Aber fressen die nicht Honig lieber, die Bären? Aber die mögen auch gerne Äpfel. Gut, das schauen wir uns jetzt mal an. Liebe Kinder, die Flo hat noch einen Überlebenstipp für euch. Wenn ihr im Zelt seid, wie funktioniert das dann? Ja, wenn man im Zelt ist und hört, dass ein Bär kommt, sollte man besser im Zelt drin bleiben, weil der Bär sich sonst eventuell erschreckt und einen schlagen will. Aber können die nicht einfach das ganze Zelt fressen? Nee, das interessiert die ja nicht. Die wollen ja nur den Müll um das Zelt drumherum fressen. Also Bären wollen gar keine Menschen fressen? Nein. Fressen viel lieber Müll. Der fressen lieber Müll? Der wehrt sich nicht, der läuft nicht weg. Also zum Beispiel Apfelkitsche. Ja, ganz genau. Ja. Ob das so stimmt? Also ich war ja auch schon öfter in Transsilvanien, aber ich habe da noch nie Bären gesehen. Wie oft hast du im Wald übernachtet? Nie, ich habe nie im Wald übernachtet. Ja, und ich habe mehrmals im Wald übernachtet. Warum hast du im Wald übernachtet? Weil ich mit einer Jugenderlebnisreisegruppe für schwer erziehbare Kinder als Erzieher mitgefahren bin und habe dort mit den Kindern bin ich im Wald übernachten gegangen und wandern, damit die mal lernen, ein bisschen sich auf das Grundsätzliche zu konzentrieren. Auf das Grundsätzliche, nämlich im Zelt zu bleiben, wenn der Bär kommt. Das haben sie von der Tante Ines gelernt. Sehr gut. Hier fliegt die Air Dolomiti, mit der wir jetzt auch fliegen werden. Hast du schon mal von Air Dolomiti gehört? Also bis jetzt noch nicht. Ja. Und du? Nee, ich weiß nicht, vielleicht. Vielleicht. Heißt nein. Ja, das wird spannend. Ich habe schon gedacht, es wäre eine Propellermaschine, aber wir haben Glück, es ist eine mit Düsen. Na gut, sind auch Propeller drin, aber die sind innen drin. Bist du aufgeregt? Ich nicht, aber du wahrscheinlich. Nein. Wo sind jetzt hier die Straßenhunde und Bären? Ich sehe hier nur Rosen und fette Autos. Ja, wir sind ja auch mitten in der Großstadt. Also, ja, wir sind in der Großstadt. Da gibt es nun keine ja. Und so weiter. Man muss so erstmal im Wald übernachten. Und dir ist schon aufgefallen, dass es hier interessante Verkabelungen gibt. Ja, das, das hat dich fasziniert. Regelrecht gruselig. Gruselige, weil du Angst hast, dass wenn es da drauf regnet, dass es dann... Wäre mal schneller gewesen. Ja, nein, sie wollte, dass wir hier lang gehen. Ja, das ist ja, kurz. Na gut, okay. Ja. Vielleicht ist das bergig. Hier gibt es auch fette Autos, wie in den USA schon mittlerweile. Hast du gesehen? Dicke Pickups. Ja, hab ich gesehen. Fürchterlich. Ja. Aber viele Autos sind klein. Es gibt auch kleine, naja. Vielleicht war das ja ein Amerikaner. Also diese Kabel sind der Burner, oder? Kabel sind der Knaller. So geht das. Ja, Burner, Knaller. Burner, Knaller. Was fällt uns noch dazu ein? Die Rocken.
Das ist ein Hit. Nein. Das ist Knorke. Das andere war zweideutig. Das ist Dufte. Das andere war zweideutig. Ich weiß nicht, Burner, weil sie anfangen zu brennen in kurzer Zeit. Und Knaller, weil es Feuerwerk gibt. Direkt neben den Kabeln seht ihr übrigens ein Solarpanel. Also diese Kabel, die werden von diesem Solarpanel da gespeist. So, also eine Sache läuft hier, das ist die Stromverkabelung. Das stimmt. Stromkabel gibt's. Ja, in Hülle und Fülle. Sehr viele. Sehr viele und sind auch interessant befestigt, also farbenfroh irgendwie. Also da merkt man, da hat jemand Spaß gehabt. Es gibt auch sehr geile Graffitis hier, zum Beispiel hier diese Wolke. Ja. Das ist schon künstlerisch. Das ist eine sehr schöne Wolke, ja. Das ist eine schöne Wolke. Und hier ist ein Herr oder eine Dame oder ein Wesen mit einem Mond auf der Stirn. Und gegenüber sind zum Beispiel, ach so, das ist der Friedhof. Oh, wir stehen. Unser Hotel ist neben dem Friedhof, Häschen. Ja. Da war ja klar, da war ja direkt sehr stimmungsvoll. Sehr stimmungsvoll. Neben der schönen Verkabelung gibt es ja noch einen Gemüsegarten mit Blümchen. Sehr, sehr schön. Also hier sind ganz viele schöne Blümchen. In Weiß, weiße Blümchen, violette Blümchen. Und das ist der Garten vom Friedhofsmenschen. Dahinter ist nämlich direkt der Friedhof. Ich weiß nicht, ob man sehen kann. Da ist der Friedhof. So sieht's aus. Ja. Also, hier sorgt man sich auch um das leibliche Wohl der Toten. Du findest, ganz Rumänien besteht nur aus Gruselschlössern. Also ein gewisses Vorurteil steckt aber nicht hinter. Oder mit den Bären. Was mit den Bären? Ja, die Bären, die hier auch nirgendwo zu sehen sind. Bären denn? Du hast doch gesagt, hier sind Bären überall. Ich habe Bären damals gesehen. Das ist kein Vorurteil. Ach so. Hallo, hier ist einer. Hallo. 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 Ein großer Bär. Solche Bären? Sag es. Sag es. Was denn? Was auch immer du gerade sagen willst. Nein, lass es raus. So Leute, jetzt wird es richtig gefährlich. Hier darf man, also hier muss man Angst vor dem Hund haben. Ja. Sonst passiert was Schlimmes. Der mörderische Hund, der Wachhund. Und der tot ist. Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall immer schön aufpassen. Ja, das stimmt. Vielleicht schnarcht er ja unglaublich gruselig. Also der schnarcht so laut, dass er... So ihr Lieben, hier ist ein wohlriechender Busch aus Transsilvanien. Und da zeige ich euch mal einen Trick, wenn ihr solche Blüten findet. Als echter Naturbursche weiß ich das natürlich. Dann kann man ja auf der Unterseite, wenn man das richtig macht, kann man da so einen Stiel rausziehen. Und der schmeckt nach Honig. Lecker. Da braucht man... Du hast es auch gemacht, ne Häschen? Ja, aber du darfst nicht alle Blüten jetzt auslutschen, sonst hat man ja nichts mehr zum Angucken. Nein, das mache ich natürlich. Kurz darauf, alle Blüten sind weg. Der Marc hat alle Blüten aufgegessen. Alle Blüten hat er aufgegessen. Alle. Ah, das riecht so gut. Ah, komm her. Meine Frau mag keinen Blütengeruch, aber hier. Nein, nein. Nein, immer noch nicht? Nein, der ist fürchterlich. Ah, das riecht lecker. Also ich stelle mich, köstlich. Auch nicht, ich stell mich auch nicht an und tue so, sondern ich mag es wirklich nicht. Das ist wirklich eklig, finde ich. Ja. Blumengeruch. Blumengeruch. Nacht senkt sich über Transsilvanien. Wir sind in Transsilvanien. Wir sind im ehemaligen Klausenburg. In Cluj sind wir. Naja, eine der... ich weiß nicht genau, wo die Grenze davon lang geht. Deswegen habe ich jetzt lieber zur Sicherheit mal gefragt. Ach, da hast du mal gefragt. Ja, die Gebäudearchitektur, ganz interessant. Gruselschlösser 2.0, 5.0. Muss man sagen, ne? Finde ich auch sehr gut. Ja. So Ines, ein großer Moment ist da. Du kriegst jetzt, wir haben hier zwei Sorten Zyka stehen. Der eine ist mit Maulbeerholz und der andere ist ohne Maulbeerholz. Du hast noch nie Zyka getrunken. Nein. Warum eigentlich nicht? Das weiß ich nicht. Gut. Das weiß ich wirklich nicht. Problem. Vielleicht habe ich es auch schon mal getrunken. Ja, ich wusste nicht, dass ich es getrunken habe. Riecht schon mal gut. Ah, lecker. Es schmeckt ein bisschen wie guter Whisky. Ja, stimmt. Es handelt sich um sehr guten Zucker. Jetzt probierst du den anderen mal. Boah. Doch, man schmeckt auch ein bisschen die Maulbeere durch. Ja? Ja, also ganz, ganz leicht. Zucker ist ein Pflaumenschnapsgetränk. Und die Geste ist, bei gutem Zucker ist so. Da müssen einem die Haare zu Berge stehen. Also das sind die Haare, die hinten einem zu Berge stehen. Sind dir die Haare zu Berge gestanden?
Nee, ja, hinten im Nacken. Ach so, im Nacken. Ach so. Ja, ja. Warte, das können wir nachholen. So. Probieren das jetzt mal. Wir haben hier mit Maulbeerholz, Zizuika und ohne Maulbeerholz. Also erstmal so. Funktioniert. Wir sind in Cluj und die Züge, die hier fahren, sind ein bisschen älter. Das sind meistens umlackierte deutsche Züge. Das hier ist ein umlackierter deutscher Zug. Aber die Lok kommt noch woanders her. Sehr geil. Sehr, sehr schön. So gefällt mir das. Ja. Ja, und damit fahren wir jetzt gleich nach Sigishwara, nach Schäßburg. Also noch könntest du mit dem Zug mitfahren. Die Türen sind ja alle offen gewesen. Ja, noch. Also, ich auch gut. Also draußen war angeschrieben, dass es eine Klimaanlage hat. Vielleicht ist das die Klimaanlage. Ja. Also wenn ihr auch mal mit dem Zug fahren wollt, macht einfach alle Türen auf, dann kommt mal frische Luft rein. Besonders ist es auch wichtig, wenn alle rauchen. Das haben ich auch alle geraucht. In den Zügen. In den Zügen, vor den Zügen, einfach die ganze Zeit. So, wir versuchen jetzt mal zum Gleis zu gehen. Da kommt noch eine geile Lok. Wow, Alter, wow! Ist das Steampunk oder Science Fiction? Beides irgendwie. Beides. Das ist postapokalyptisch, hätte ich jetzt gesagt. So, wir sind in Sigishwara angekommen. Bist du aufgeregt? Bist du aufgeregt? Nein, ich war ja schon mal hier. Kennst du alles schon? Kennst du alles schon? Alles alte Hüte. Hinter uns fährt der Zug weiter nach. Ich freue mich schon auf die ganzen schönen alten Häuser. Sie meint vielleicht die Burg und wir sind auch schon gespannt, was es zu essen gibt. Seid ihr auch gespannt? Wir sind gespannt. Hallo Ines, möchtest du durch diesen Gang durchgehen? Möchtest du durch diesen Gang durchgehen? Welche Richtung müssen wir denn? Also ich finde die Richtung viel gruseliger. Die Richtung findest du gruseliger? Warum? Ja. Weil da so, einfach nur, weil da so riesige Wasserpfützen sind. Ich finde, das sieht voll aus wie Underworld, wie bei Underworld. Da kannst du dich ganz als Vampir fühlen. Ja. Diesmal hast du nicht Angst, durch diesen dunklen Gang zu gehen. Habe ich nie. Ich. Du fühlst dich immer an irgendeinen Film erinnert, der nicht Underworld ist, sondern den du eher gruselig findest. Angst. Ich. Sie meint Irreversible. Ja, das stimmt. Aber das sieht nicht so aus. Nein. Ich habe den Film nicht gesehen. Ja, den sollte man eigentlich gucken. Liebe Kinder da Hause, schaut nicht Irreversible. Kein guter Film. Ach übrigens, hier sind auch alle Christenbrüder. Oh. Christians are Brothers, ACAB. Ist schon ziemlich geil, ey. Niemand soll sagen, ich hätte mich nicht getraut, hier durch den Gang zu gehen, ey. Ist voll geil. Ja, Schatz. Wow. Also ich denke, hier in diesem Gang gibt es einiges zu entdecken. Habt ihr auch Underworld gesehen? In Underworld hat man ja öfter solche Gänge. Oh, hier ist auch geil. Hast du das schon gesehen? Bei Moment. Oh, hier hängen so. Hängt so zu einer Decke. Auch geil. Ines, warum bist du denn so aggro? Mann. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß auch nicht, warum du so aggro bist. Da muss irgendein Einfluss von hinten sein. Ich bin auch aggro, muss Gehirne essen. Das sind Zombies, die sind nicht aggro. Nein, wie sind denn Zombies? Ja, zombiehaft. Desorientiert. Gehirnlos, deswegen Gehirne. Wollen sie Gehirne. Aggro, Mann. Hier mitten in Sigishwara, da vorne ist das Geburtshaus von Vlad Tepes. Naja, das angebliche, sieht man nicht. Es sind jede Menge Unikäfer, wir haben einen gefangen. Hallo, kleiner Unikäfer. Oh, der ist ganz ruhig. Der ist ein ganz ein braver. Hallo. Sowas sieht man auch in Deutschland nicht mehr. Eine ganze Wiese voller Unikäfer. Total geil. I like. So, hier ist eine Statue von Vlad Tepes, dem Pfähler. Der Sohn von dem Vlad, der im christlichen Drachenorden Mitglied war. Deswegen man hier auch öfter mal so Drachen sieht. Vorne auch an dem angeblichen Geburtshaus.
weil Dracul heißt ja Drachen. Mehr heißt ja gar nicht. Hier ist das Schild. Da. Und hier kann man über die ganze Stadt drüber gucken. Das ist ein Nationalheld. Hat nichts mit Vampiren zu tun, sondern damit, dass er ein Nationalheld ist, weil er den südöstlichen Zipfel der Christenheit verteidigt hat gegen die, wie soll man sagen? Bösen Türken. Muslime, Türken, ja. Genau, ist hier mitten in der Stadt. Und da ist eine Katze. Hallo. Hallo Katze. Hallo. Das ist eine hübsche Katze. Ja, wie man sieht, ein großer Unterschied zwischen folkloristischer Kunst und Vlad Tepes, der hier geboren sein soll, und dem ganzen Dracula-Klimbim. Da können die sich nicht richtig entscheiden hier, wer jetzt damit gemeint sein soll. Denn der Tepes, der hieß ja auch Draculea. Tja, wenn man in die Souvenirshops hier geht, dann gibt es eigentlich eher so, wie soll man sagen, buntes allerlei. Ne? Alles geht durcheinander. Wir sehen Nosferatu, wir sehen Vlad Tepes, wir sehen Dracula. Das ist alles, wir sehen Volkskunst hier. Möchtest du so einen Kühlschrankmagneten? Nein, besser nicht. Möchtest du einen Kühlschrank? Möchtest du ein Lexikon? Nee, möchtest du ein Auto? Einen magnetischen Kühlschrank. Klar, unser Kühlschrank ist magnetisch, der ist aus Metall. Naja, das müssten wir erstmal prüfen, ob der magnetisch ist. Es ist ein magnetisches Metall. Und hier gibt es noch mehr. Ja, und ansonsten, du denkst ja, das sei kein Mittelalter-Schnickschnack, sondern das sei zum Vampire-Töten. Doch, auch, aber auch zum Vampire-Töten, weil man mit einer Armbrust kann man ja auch in den modernen Filmen Vampire töten, weil man die damit fehlt. Ah, ich verstehe. Ja. Tja, also es geht durcheinander. Es sind ja zum Beispiel auch Holzpfeile, das heißt Flöcke sozusagen zum Fehlen. Das sind keine normalen Pfeile. Ja. Und es gibt aber auch Textilien aller Art. Die Touristen interessieren sich am meisten für den Kopf. Wie heißt das? Kopfkraul? Ich habe keine Ahnung. So Metallding zum Kopf. Kopfmassage-Ding. Sehr regional. Und für die Rasseln. So viel zum Thema Dracula-Tourismus. Während die Flo am Arbeiten ist, checke ich schon mal hier noch ein paar Souvenirs durch. Das hier ist mir alles zu krass hier oben. Aber hier gibt's was, das könnte mir gefallen. Just flying to say hello from Transylvania. Ines, kaufst du mir das rosa T-Shirt? Ja, natürlich. Du magst rosa Sachen. So, wir stehen vor dem Geburtshaus von dem angeblichen von Vlad Tepes und die Flo hat was gefangen. Ja, sehr passend. Im Pokémon-Spiel gibt es hier ganz viele Glumandas, also Drachen. Glumanda, du hast einen Glumanda-Drachen gefangen. Sehr, sehr gut. Ist der besonders selten? Oder? Der ist sehr, sehr selten, ja. Und das ist interessant. Immer an speziellen Stellen zu finden. Und hier scheint so eine Stelle zu sein. Genau, weil ja der Drachenorden ist ja der Orden hier, kann man den noch sehen, bei dem der Vater von Vlad Tepes Mitglied war. Ja. Ja, der christliche Orden. Hast du einen christlichen Drachen gefangen? Das könnte ein christliches Glumanda sein. Ich habe es noch nicht gefragt. Ich werde es demnächst fragen. Kriegen wir raus. Die Sonne brennt hernieder über dem alten Glockenturm in Sigishwara. Und wir gehen jetzt mal hier in die Unterführung, wo auch die alte Folterkammer war. Hier ist eine alte Folterkammer gewesen. Ich denke, die wird es wahrscheinlich jetzt nicht mehr geben, aber da habe ich ein Bild draus, zum Glück, vor 20 Jahren oder vor 25 Jahren mal gekauft. Ah doch, hier ist sie noch. Folterkammer. Naja, für Touristen. Watch your head. Ja, das ist richtig. Ja, sonst ist er schneller ab, als man das gerne hätte in der Folterkammer. Oh. Ines! Das ist ein Pokémon-Sammel. Was machst du denn da, Häschen? Ines, du hast hier, was ist das? Irgendwelche Flips gekauft und da ist ein Tier drin. Oder was ist das für ein Lebewesen? Ich bin noch nicht so ganz sicher. Zeig's mal gerade. Es könnte ein Küken sein oder so. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, was ich mir da gekauft habe. Flips sind es nämlich auch nicht. Wie hat's denn geschmeckt? Styropor mit Salz. Ja, mega Surprise. Es heißt ja auch mega Surprise. Kauft euch ihr auch Gusto, mega Surprise. Plastik mit Salz. Und dann gibt's ein Tier dabei. Was ist das? Nein, Styropor. Styropor. Mahlzeit. Was es hier massenhaft gibt, sind natürlich Touristenbuden. Und alle möglichen Darstellungen von allem, was wahrgenommen wird als mittelalterlich oder als
dann eben ein bisschen mit Vampiren im Entferntesten zusammenhängt, aber eigentlich sehr wenig. Also das kann man hier ganz gut sehen. Also es sind eher so wie alles Mögliche, was als folkloristisch und volkstümlich wahrgenommen wird. Kommt halt daher, dass hier Vampire was total Gruseliges sind. Also es gefällt den Leuten nicht, das sind Monster, die überhaupt nichts mit dem Gentleman aus dem Vampirroman oder sowas zu tun haben. Wenn überhaupt, dann möchte man hier lieber was Christliches sehen, also sowas hier. Also christliche Darstellungen. Das ist hier wesentlich beliebter als irgendwelcher Vampirnippes. Heute das letzte Abenteuer der Menschheit. Ich habe hier einige Postkarten geschrieben. Wir werden sie hier reintun. Es gibt hier keinerlei Informationen an diesem Briefkasten. Nichts. Wir tun es einfach mal. Liebe Empfänger dieser Postkarten, wenn ihr sie bekommen habt, postet doch hier einen Kommentar drunter in 6 Monaten. Sowas machen Häschen oder sowas lieber in der Hauptstadt aufgeben. Lieber hier reinwerfen. Lieber nicht hier reinwerfen. Ich trau mich nicht. Meine Frau sagt nicht hier reinwerfen. Gut. Machen wir lieber woanders. Ja, ich glaube nicht, dass sie das bekommen. Nee? Nein. Nein, dann machen wir es lieber. Sieht nicht so aus. Nee. Tschüss, kleiner Briefkasten. Es war schön mit dir. Aber nein. Wir sind jetzt hier auf dem Weg zum alten protestantischen Friedhof und gehen durch den Gang, den alle Schüler in Sigishuara gehen müssen. Ja. Ja. Der musst du jetzt auch gehen, Häschen. Ja. Die Schüler und Schülerinnen müssen auch schon außer Atem. Jeden Morgen hier hochlatschen und jeden Morgen wieder herunterlatschen. Aber das wird gut. Du hast vorhin gesagt, man bleibt fit dadurch. Ja, garantiert. Ja. Da sind wir auch schon an der Schule, Häschen. Und da steht Patria Filiis Virtuti Palladi Quesese Voventibus Sacrum. Ja. Was Heiliges. Ja. Ja. Das sind etwas eigenwillige Treppenstufen hier. Sehr geil. Sehr schön. Gut, wenn man ein festes Schuhwerk anhat. Diese Kirche hier wurde von einem deutschen Rüstungskonzern saniert. Aber irgendeiner musste ja sanieren. Und jetzt sind wir ganz oben in Sigishuara, auf dem Gipfel Transsilvaniens, Häschen. Und da vorne siehst du auch schon den Friedhof. Bist du aufgeregt? Nein, nicht. Nein. Du stehst hier vor einem kleinen Gruselhäuschen. Was hat es denn hiermit wohl auf sich, Ines? Guck mal. Ich weiß nicht, vielleicht wohnt hier der Priester oder der. Oder wie heißt der bei Harry Potter? Der draußen, der Dicke. Hagrid. Er wohnt Hagrid. Viel zu klein für Hagrid. Das ist zu klein für Hagrid? Ja, der das braucht ein größeres Haus. Hagrid wohnt aber auch in einem ziemlich kleinen Haus. Sehr, sehr geil. Da sitzt eine Fleischfliege. Also keine Schmalzfliege, sondern eine Fleischfliege. Die versuche ich jetzt mal scharf zu kriegen. Ich glaube, ich schaffe das. Sitzt eine kleine Fliege und sie möchte gerne von mir fotografiert werden. Glaubst du das auch? Ja, ich denke. Hier sitzt da, das ist eine Fleischfliege. Die erkennt man an ihren Streifen. Du meinst, weil sie kariert ist? Hinten kariert, vorne gestreift. Sehr elegant gekleidete Fliege sitzt hier auf einem Grab, was recycelt wurde. Der Grabstein ist gedreht. Kann man hier sehen. Hier sieht man, da steht was drauf. Hier steht nichts drauf und auf allen anderen steht auch nichts drauf. Das ist ein recycelter Grabstein, sodass man ihn einfach umgedreht hat und vorne noch was anderes eingraviert hat. Der sehr alte Friedhof von Schäßburg in Siebenbürgen. Ein protestantischer, ganz alter Friedhof, der noch im Betrieb ist. Oh, da sitzt eine Schmeißfliege. Das wäre gerne meine Freundin. Das spüre ich. Glaubst du, dass Schmeißfliegen meine Freunde sein können? Ja, das habe ich schon häufiger gesehen. Das hast du auch mit anderen Tieren, aber ne? Das ist doch gar keine Schmeißfliege. Nein, es ist eine Fleischfliege, Sarkophagide. Es ist eine Sarkophagide, vorne gestreift, hinten kariert. Mal sehen, ob wir uns anfreunden können. Hallo. Also wichtig ist natürlich, ihr wisst ja, der erste Move. Also nicht einfach so, okay, wir haben uns schon mal gesehen, sondern muss man was Besseres haben. Zum Beispiel, hallo, hallo. Ja, Fliegen sind höfliche Tiere. Fliegen sind sehr höfliche Tiere. Hallo, wie geht's? Was läuft? Na, du bist aber eine Schöne. Du hast ja ganz, ganz feine Streifen. Ganz fein. Sehr, sehr schön bist du. Ganz, ganz ein feines Tier. So. Schon haben wir Kontakt hergestellt. Ich denke, das wird noch was. Das mache ich euch jetzt gleich mal vor. So, ihr Lieben, hier könnt ihr mal sehen, wenn man ein Best Friend von Fliegen ist, dann läuft das. Hier ist meine neue Freundin, die Fleischfliege. Hallo! Sag Hallo zu den YouTube-Menschen. Hallo! Hallo! Fleischfliegen sind sehr interessante Tiere. Die können nämlich, anders als die Schmeißfliegen, können die Eier legen, die
einzeln sind, vereinzelte Eier, und die sind auch vivipar teilweise, also die können schon Maden legen. Ihr wisst ja, die grünen und die blauen Schmeißfliegen, die legen Eipakete, also Geschmeiße. Da sind, die leben natürlich auch, aber das sind keine lebenden Maden. Während hier seht ihr jetzt eine Schmeißfliege, die nicht Eier legen kann, sondern schon kleine Larven. Ganz fein. Und die hat hinten, hat sie Streifen. Ne, vorne hat sie Streifen und hinten hat sie Karos. Oft. Sehr, sehr schön. Die sind sehr schwer zu bestimmen. Wenn ihr mal Fleischfliegen bestimmen wollt, das ist nicht so einfach. Die polnischen Kollegen können das gut. Müsst ihr den Schischtopf fragen. Und wir sind hier auf dem protestantischen Friedhof in Sighișoara in Transsilvanien. Und es ist Sommerdingswende. Also bald ist Winter. Wie heißt sie, Häschen? Sommersonnenwende. Sommersonnenwende ist jetzt demnächst. Also, ich fasse zusammen. Ich feiere mit einer Fleischfliege auf dem Friedhof in Transsilvanien Sommersonnenwende. Wie cool ist das denn? Das ist sehr cool. Ist ja eigentlich sehr malerisch hier, Häschen, ne? Ja, das ist mit dem Grill im Hintergrund. Mit dem Grill im Hintergrund. Wie empfindest du das? Jetzt ist ja Wintersommerwende und wir sind Gruftis und wir sind in Transsilvanien. Spürst du hier irgendeinen Hauch von was Gruseligem oder sonst irgendwas Gruftiges oder eher tiefen Frieden und Sonnenschein? Eher tiefen Frieden. Nein, Sonnenschein finde ich ja nicht so angenehm, aber trotzdem tiefen Frieden. Und ich grusel mich vor solchen Sachen hier nicht. Ich finde die ja sehr schön. Aber fühlst du, ich meine, hier glaubt ja keiner an Vampire, höchstens an Moroi oder Strigoi, also Nachtzehrer oder Untote oder sowas. Aber vielleicht kommen die ja heute Nacht raus. Das ist schon der Erste. So, die Glocke. Die Glocke bimmelt über dem Friedhof von Schäßburg hier. Und wir warten noch darauf, dass die Sonne so ein bisschen untergeht, damit wir noch ein paar schöne Fotos machen können. Wie hier die alten Grabsteine im dahin schwindenden Licht. Obwohl, die sind eigentlich jetzt schon schön. Ich glaube, ich mache jetzt schon die Bilder. Sehr, sehr schön. Damit geht es wieder bergab. Durch die Schultreppe. Durch den Schuldurchgang. Wie fandest du es auf dem Friedhof, Häschen? Sehr schön. Was hat dir da gefallen? Es ist alles sehr friedlich gewesen. Es gab sehr, sehr viele Insekten. Das fand ich gut. Konnte man alle beobachten. Ja, wir haben viele Insekten gesehen und Spinnen und sehr, sehr schöne Grabsteine und schöne Blumen. Das war schön, ne? Das stimmt. Ja. Bei der Transsilvanischen Bank, hier ist das Logo von der Banca Transsilvania im Hintergrund, der Glockenturm von Schäßburg. Und wir versuchen mal Geld abzuheben, aber der Geldautomat wird bewacht. Von unserem kleinen Freund hier, ne? Bewachst du den Geldautomat? Komm mal da rum. Er bewacht den Geldautomat. Niemand darf hier Geld abheben, der nicht dazugehört. Wie heißt das geheime Passwort? Heißt es Wuff? Heißt es Würstchen? Wir wissen es nicht. Tja, das ist der Geldautomat. Aber es gibt Lösungen. Übrigens, dieser Hund, der ist unser bester Kumpel hier. Keine Sorge, es ist kein vernachlässigter, magerer, verlauster Straßenhund, sondern ein ganz lieber ist das. So wie ihr, ganz lieb. Unser Zug ist da, yeah, mit einer Stunde Verspätung. Aber ist egal, was passiert? Ist der Richtige. Nice. Eine Stunde zu spät. Ja. Ja. Hier ist ein wichtiger Hinweis in der Toilette. Nicht aus dem Hahn trinken. Aus diesem Hahn soll man besser nicht trinken. Also wenn ihr auch mal unterwegs seid in Rumänien, wisst ihr, nicht aus dem Hahn trinken. Ist besser. So, damit endet unser spannender Ausflug durch Transsilvanien. Jetzt sind wir schon in der Walachei wieder. Und wir sagen Tschüss. Andererseits, Dracula war ja auch Voivode der Walachei. Also ein bisschen vampirisches Gewürz. Es ist ja mehr als nur Gewürz. Ich würde sogar sagen, ein ganzer Strauß Petersilie ist hier drin. Ja. Tschüss. Jetzt sind wir am Ende der Reise und hier ist die volle Blüte der Profanisierung eingetreten. Es gibt die Dracula Potion mit Kette drumherum und Schlüssel. Warum auch immer. Es gibt 1 Million verschiedene Sorten Dracula-Weine, Dracula-Liköre und die
Dracula Fantasy. Und da die aber leider nicht vegan ist, die Dracula Fantasy, gibt es hier noch vegane Dracula Cracker. Also kann nicht mehr viel schief gehen. Oder ihr könnt auch silberne Haselnüsse. Silberne, das ist nämlich typisch für Dracula, sind silberne Haselnüsse. In diesem Sinne. Tschüss.